wie sind die? Ich komme gerade von einem Einsatz aus dem Marienhospital, habe da gerade gestreut und es ist wirklich fürchterlich glatt. Also ein Spiegel ist nichts dagegen. Also ist reine Katastrophe. Also gerade wie diese Pflastersteine, das ist ganz schlimm. Jetzt ist hier die Straße schon gesperrt. Die ist gesperrt. Ich wollte eigentlich so eine Runde schlafen, aber da will erstmal nichts mehr. Also bis ich hier wieder reinkomme, dauert. Das ist eine reine Katastrophe. Also es ist fürchterlich glatt. Also kenne ich so noch nicht. Also ja, ich wollte eigentlich jetzt eine Runde schlafen gehen, aber jetzt stehe ich hier und komme in meinem Auto nicht rein. Und ja, ich habe zum Glück Spikes. Ohne Spikes ist keine Chance. Und jetzt hoffen wir mal, dass das sich ein bisschen beruhigt, das Wetter. Warum ist jetzt hier gesperrt? Ja, weil der Rettungswagen wohl irgendwie die Kurve nicht gekriegt hat. Und jetzt steht der quer. Und ja, hat unser Auto noch geregelt. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie es weitergeht. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ja, aber im Leben braucht man die Dinger. Aber Fahrradfahren geht nicht mehr, ne? Nee, ist schwierig. Das ist, also das Schieben ist schon ein Abenteuer hier. Ja. Aber so geht's. Schönen Abend. Ja. Genau, der Streuwagen hat da auch noch ein Auto touchiert und jetzt haben wir einen Haufen Salz drauf gekippt. Ja, und jetzt wirkt es schon langsam. Also ich bin da gute Dinge, dass ich gleich noch ins Bett komme. Der Streuwagen kam an, auch ins Rutschen. Der kam auch ins Rutschen, ja. Der hat angehalten und dann ist er gegen den parkenden Fahrzeug gekommen. Und ob er, wie es aussieht, ohne Schaden. Ja, jetzt mal sehen, ob der Krankenwagen wegkommt. Und dann kann ich dann auch weg. Ja, aber dank ihrer Spikes unter den Schuhen konnten sie gut helfen. Ja. Einen habe ich verloren, da habe ich auch noch eben gerade hingelegt, aber ohne Schaden. Ja. Ja, so ist das. Jetzt hoffen wir, dass das gleich zu Ende ist hier, das Ganze. Also tierisch glatt. Es ist fürchterlich glatt. Ich würde sagen, 2-3 mm Eis drauf. Komplett versiegelt die Oberfläche hier. Wahnsinn. Habe ich so noch nie erlebt. Oder schon ewig her.